anscheinend nicht. Was ist denn bei 3? Sprich mit, sprich mit. Bei 5? Sprich mit. Wow, krass, was geht denn ab hier? Voll Schnellfeuer aktiviert oder was? Ja, lass mein ein Toast zu lange im Toaster, dann weißt du, was Sache ist. Ach so, das meinst du. Okay, ja, jetzt habe ich's hier. Jetzt habe ich's. Hey, Mega Boni, Christi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Freund? Ach, das meinst du. Ich dachte jetzt so irgendwie klassisches Schwarz-Weiß-Boot oder so, okay? Ist aber logisch eigentlich. So ein Mischling, so ein Brot, wa? So, na dann gehen wir die Quest ab, wa? Habt ihr auch fertig? So, dann schauen wir uns das hier ein bisschen an hier. Zack, 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 zack. Aber krass volle Schnellfeuer. Macht es auch Schaden? Die Schnellfeuer. Ist mein Pferd da? Wieso ist denn mein Pferd wieder nicht da? Das verschwindet eigentlich immer. Komisch. Na dann, lass uns reiten. In der Crew hier. Wir sind ja hier in der Crew, wir sind nachher bei The Crew und The Crew und hier auch. Hey Dubstep, grüß dich, schön, dass du da bist. Weiß schon jemand, wann die Open Beta startet? Weiß ich noch nicht, aber sie haben gesagt, wenn ich mich jetzt nicht irre, Freitagabends oder Freitagnacht für uns oder Samstag, kündigen die irgendwas Großes an, Tryon. Irgendwas Großes kündigen die an. Entweder Beta oder Release-Datum oder irgendwas. Hey Mega Boni, merci für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und schöne Liebe aus München. Schöne Liebe, Gott. Schöne Grüße aus München schicke ich dir hiermit. Wo auch immer du dich befindest auf unserem großen, weiten Globus. Wie komme ich jetzt auf schöne Liebe? Was ein Schmarrn. Aber das werde ich dir auch irgendwann bestimmt schicken, wenn du möchtest. So, Besuch ist da. Muss leider schon wieder weg. Hoffentlich bis heute Abend bei zusammen. Alles klar, Miael. Viel Spaß mit dem Besuch, wenn man das heutzutage so nennen kann. Ah, okay, vielen Dank, kein Problem. Müsst ihr dann, ich weiß gar nicht, Freitag auf Samstag um 5 Uhr ist. Soll irgendwie was, ist doch nicht in eine Messe, die G irgendwas? Ist doch jetzt wieder in Amerika. Und da kündigen die anscheinend was an. Genau. Was machen wir jetzt? 5 oder 2? Gehen wir mal kurz zu 2 zurück, da mal mehr Sachen hier. Und Geschwindigkeit des Pumas. Hast du schon länger gespielt? Kennst du schon das Spiel Schwarzes Weißbrot? Ich habe es erst vor 2 Tagen im Stream angefangen, das erste Mal. Verfolge schon eine Zeit lang, aber nur zuschauen und selber spielen ist schon was ganz anderes. Ich tue mich noch schwer, ich kenne die ganzen Sachen mit diesem ganzen Beruf nicht und das mit dem Crafting und auch ja, Häuser bauen, Farm und den ganzen Schmarrn kenne ich alles nicht. Ach so, wenn du ausschaltest, dass du die Namen der NPCs nicht mehr siehst, siehst du auch nicht, wo du die Quest abgeben musst. Wow, das habe ich vorher gemacht. Ich stand vorher neben dem und wusste nicht, dass ich die Quest abgeben muss. Weil ich den Namen nicht gesehen habe. Ja, seit der CB3. CB3 ist jetzt, was genau? Close Beta 3. Ja, Close Beta 3. Das ist die Close Beta 4. Jetzt habe ich es. Passt. Yeah. Und wie viel hast du schon gemacht? Was hast du schon erlebt? Oder welche Klasse oder so hast du denn gespielt? Wenn man fragen darf. Bin ich jetzt hier? Nee, was ist denn das für eine Zahl hier? 3. Was ist denn 3? Sprich mit Fischhändlerin. Ist die oben oder ist die unten? Ach, die ist da oben. Okay, leuchtet ja schon. Meine Geschwindigkeit des Pumas. Du spielst jetzt seit 83 Tagen und bist Level 19, oder verstehe ich das Topic falsch? Nein, nein, nein. Das ist der 83. Streamtag ever. Also der Stream läuft nicht 83 Tage durch, sondern ich streame seit 83 Tagen. Jeden Tag 12 plus minus ein paar Stunden. Genau. Und ja, es könnte auch passieren, dass ich so lange spiele und erst Level 19 bin, da ich mit euch ziemlich viel Quatsch und interagiere und mich nicht ganz so um das Spiel kümmere. Moin Gex und Chat, hey Xentran, grüß dich, schön, dass du da bist. Ex-Nubi, wie geht's dir? Ja. Aber hey, ich habe das jetzt noch gar nicht so gesehen, könnte man das so verstehen? Warte mal. Hier, Deutsch-Englisch, 83. Tag. Ja, kommt immer darauf an, wie man es liest, aber es passt. Genau,
Genau, alle Klassen, aber nur so bis Level 20 ein Haus bauen, gebaut und ordentlich gefarmt. Ach, geil. Ja, ich habe mir irgendwie so einen Mage ausgesucht, habe mir dann gedacht, hey, Mage passt. Aber ich habe in vielen anderen, also in den meisten anderen Spielen habe ich immer Tank gespielt. Ich habe 9 Jahre WoW gespielt, immer nur als Tank, Tank, Tank. Und bin das halt gewohnt. Deswegen habe ich irgendwie einen Tank mit reingenommen und auch noch so einen Fury oder Off-Warrior. Deswegen, Hauptsache, ich habe mein Charge und mein Bladestorm, dann passt es. Ganz gut und selbst, passt. So weit, so gut hier. Du bist da, Leute schauen zu, reden mit mir, ich kann mit interagieren, also alles bestens. Bloß PvP habe ich noch nicht gemacht. Ja, anscheinend ist ja in dem Endgame, ist ja das Hauptsächliche in dem Spiel wirklich PvP. Und ich weiß nicht, ob es dann wirklich so mein Ding ist. Mal schauen. Ich möchte ja klar schon PvP spielen gegen andere, aber auch ja, Inis, Raiden, mit mehreren Leuten, Planen, Boss-Taktiken, dies und das, das habe ich halt jahrelang gemacht und bin es gewohnt. So, mal schauen jetzt hier. Ich muss hin, sprich mit Milizsoldat Cooper. Yeah. Also, dann hast du mit bis Level 20 alle Klassen probiert. Achso, aber bestimmt nicht alle 120 Kombinationen, die es gibt, hast du bestimmt nicht durchprobiert, schätze ich mal. Oder doch? Wie lange ging denn die Beta 3? Ich habe mich für das Spiel ja schon vor einem Jahr angemeldet. Ich habe es ja schon länger gesehen, dass es gibt und gefällt mir also die Grafik an sich. CryEngine ist immer toll. Und dass man für ein Open World MMO Spiel sich traut, die CryEngine herzunehmen, ist schon geil. Das ist ja da eigentlich so eine, ja, die, ich sag mal, als Unreal Engine klassisch nicht für Open World gedacht. Das sind ja meistens so In-Levels. Aber es ist gut gemacht. Schön animiert. Es gibt sehr, sehr viele ja, Tanzstile, finde ich auch super toll. Die bewegen sich gut hier, die ganzen, ja, Charaktere. Und das passt soweit so gut hier. Milizsoldat Cooper, ja, passt. Ich lese da eh nichts, Leute. Also ich lese nicht die Quest vor, nur wenn ich stehe meistens dann vor der Quest und weiß nicht, was ich machen soll, und dann lese ich halt mal kurz nach. Jetzt zum Beispiel hier steht da Flucht vor den Schwarzbärten. Benutze die Diebespfeife in der Nähe von Milizsoldat Cooper. Besiege, okay, tu mal den Schmarrn benutzen hier. Dann vielleicht spawnt jemand. Hey Slam. Slam Dunk, thanks for the follow, appreciate it, buddy. Enjoy the show and have fun and greetings from Munich, Germany, wherever you are in this whole wide world. Hey, merci für deinen Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, schicke ich dir hiermit. Haben wir schon den richtigen eigentlich? Nee, nur die Grundklassen und manche nur angespielt ab und an Skills zurückgesetzt und andere Kombinationen ausprobiert. Und was ist dann so am Schluss übrig geblieben eigentlich, was dir am besten gefallen hat? Und hast du das schon vorhin geschrieben gehabt? Ich habe es nicht gecheckt. Endgame soll PvP sein, ist ja gerade eine höhere Wertung auf meiner Beachtungsliste bekommen. Jo, so ist anscheinend. Es gibt Keksdose, es gibt hier zwei Gebiete, also zwei Kontinente halt hier. Sagen wir mal jetzt hier krass Amerika auf der westlichen Seite, egal. Hier zwei Kontinente gibt es hier und die bekriegen sich mehr oder weniger. Du kannst aber auch als Händler fungieren hier. Du kaufst irgendwelche Sachen ein, stellst irgendwelche Sachen her und tust in dein Schiff laden, gehst auf die Pirateninsel, die, ich weiß nicht, ob das die oder irgendwo, wo die ist. Und auf der Pirateninsel kannst du dein Zeug sehr, sehr teuer verkaufen, aber da musst du erstmal hinkommen. Da warten natürlich viele PvPler auf dich, die dich halt töten möchten, dann kannst dein Schiff zerstören, zerstört es dann, dann musst du es wieder aufbauen und deine Ware möchten die halt haben. Also du kannst als Händler fungieren, Handel, Schmarrn führen, du kannst nur eine Farm zu bauen, kannst mit Schiffen hin und her reisen, also es gibt viele Sachen. Aber PvP ist, glaube ich, so gedacht, das Ganze. Ja, genau, das habe ich gerade erklärt, genau, das meinte ich gerade hier. Genau, Endgame ist Seefahrt, PvP oder Arena, sagt man eher, genau, das meinte ich hier. Genau, für die See kann man eigentlich auch Schiffe bauen und so mehrere Kanonen dran klatschen. So, sagen wir mal, es kann ja im Schiff können ja 200 Leute dran Platz nehmen oder 200 Leute, wie viel da drauf passt. Sagen wir mal, wir steigen zu 12 in so ein Schiff rein und dann kann jeder in einer Kanone stehen auf einer Seite und drauf schießen. Und PvP zu balancen mit 100 verschiedenen, 120 verschiedenen Klassen Kombination ist schon sehr schwierig, schätze ich mal. Geh mal wieder, komm später wieder. Alles klar, Bossman, bis später.
Bogenschütze, Schurke auf jeden Fall. Das Skillbaum weiß ich noch nicht. Okay. Ja klar, Bogenschütze ist gut, von der Ferne machst du ein bisschen Schaden, so wie ich mit dem Mage mache, und dann, wenn er nah rankommt, machst du dort mit Schurken dein Damage. Du magst es mit dem Krieger. Gut, dann gehen wir zu 2, 3. Was haben wir da? Besiege Schwarzbärte, und 3 ist, ein bisschen kleineres Schmarrn. 3 ist hier, sammle Schwarzbärte, packt aus der Unterschlupf Schatzkiste Blase. Sammeln. Sammeln und töten. Aber hier ist noch 4. Ach, ich habe das gar nicht gemacht noch mit dem Typen. Sammle die Vorräte aus Sandwolke aus der Truhe neben Miliz. Neben? Ach so. Ich muss diese Truhe da aufmachen, okay? Habe ich. Gut, dann gehen wir mal weiter. Sprich mit Quartiermeisterin Finn. Okay, das ist gar nicht hier. Das ist dann woanders. Ist das hier schon? Müssen die schon töten? Also es klingt ja wirklich cool, wobei ich wohl eher einer von den Leuten werde, die Hände umhauen. Hey, ich bin 8 Jahre im Bau gewöhnt. Das ist ja auch immer was. OP, klar. Jo, geht mir ja eh nicht, deswegen. Aber ich habe ja PvP gequittet bei WoW. Da ist irgendwie mein Blutdruck steigt ja zu stark und ich reg mich dazu sehr auf. Deswegen habe ich das mit Level 70 damals gestoppt. Um mich nicht selbst zu verletzen. Was ich eigentlich getan habe. Und ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Reservetastaturen hier zu haben. Müssen wir ja nicht killen, nee. Müssen wir irgendwas aufsammeln hier. Muss leider weg. Wünsche euch noch viel Spaß. Alles klar, Schwarz-Weiß-Blut. Merci fürs Vorbeischauen. Ich sag noch bis zum nächsten Mal, falls ihr noch Bock habt. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Deckst du viel Level 90 Stars hast? Puh. Einige. Ein paar. Ich weiß es gar nicht. Ey, merci für dein Follow, Schwarz-Weiß-Brot. Und nächstes Mal dann hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir auch hier mit. Ich weiß es nicht, The King. Ich habe vergessen zu zählen. Und wenn ich mir jetzt das Add-on kaufe, kriege ich ja pro Add-on-Kauf auch jedes Mal noch einen 90er dazu. Ich habe früher so ein bisschen Multiboxing auch betrieben, nicht einmal so professionell, sondern hin und her geswitcht mit zwei, drei Charakteren gleichzeitig gespielt oder auch mit mehr manchmal. Das hat doch ziemlich langweilig ist manchmal, wie wir das spielen, nur mit einem Charakter. Und deswegen habe ich immer verschiedene Accounts, und man müsste ja für jeden Account müsste man sich ja kaufen. Das Add-on, sprich, ich krieg dann für jeden Account nochmal 90, du Scheiße. So, Säureflüssigkeit hier. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Müsste ich nachzählen und müsste alle Accounts durchschauen und durchstöbern. Das wird eine Weile dauern. Kann ich aber so im Stream gar nicht so betreiben, schätze ich mal mehr das Ganze. So krank wie früher. So, schauen wir mal hier. Hat es jetzt eigentlich zur Quest gezählt oder nicht? Was muss ich denn nochmal hier machen? 2, 2, 3 und 5. 2 besiege Schwarzbärte, 3 sammle Schwarz. Nee, wir müssen zu diesen komischen Uschis dahinter. Hier sind wir ja falsch bei den komischen. Mit den anderen Uschis. Gex hat eine 5-Mann-Raid-Multiboxing gemacht. Klar, auf HC sogar. Immer noch Level 19. Hey, mein Name ist Christi. Achso, ja, scheint so. Scheint so. Ich glaube, ich level gar nicht mehr. Das habe ich. Ich habe Levelstopp gemacht, dass ich kein XP mehr kriege. Deswegen. Also ich würde doch sowas nie machen, Rico. Also was sagst du denn da? Hier. Nee, bin doch ganz braver. Außer Sichtweite. Außer, bitte was? Komm, sag's nochmal. Außer Sichtweite. Yeah. Außer Sichtweite. Deswegen habe ich eine Frau genommen hier. Mother Flower. Was mit dem? Hier ist Gefahr, nicht da bei dem anderen. Bei mir ist Gefahr hier. Charge, Blade Storm. Bam. Zack, zack. So, hier leuchtet was. Hier leuchten überall Sachen. Für ganz Doofe, klicken wir auf das Leuchten drauf. 1 von 1. Wie ja. Kiste, noch eine Kiste. Huh. Also Flower, was ist das hier?
Da auch noch einer. Warte, ich lenke den ab, dann kannst du ihn ablenken. Achso, Mana. Steuerung E, kriegen wir Mana. Bladestorm!